Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Schutzmaßnahmen ist unser Thema. Diesmal sprechen wir über den Personenschutz. Personenschutz, Schutz vor elektrischen Gefahren. Dazu müssen wir uns erst einmal verstehen, warum wir so relativ empfindlich sind eigentlich auf elektrische Ströme. Also die bringen uns ja relativ schnell um. Nun, die Ursache ist relativ simpel. Wir funktionieren mit elektrischen Strömen. Also unser Nervensystem, unsere Sinneseindrücke und so weiter, das sind eigentlich nichts anderes wie elektrische Signale, die von Leiterbahnen, wir nennen sie halt Nerven, irgendwo hin transportiert werden, dort verarbeitet werden und nachher irgendwelche anderen Nervenimpulse. Also wenn ich jetzt da umgreifen will und das aufheben will, dann sind das irgendwelche Stromsignale, die zu den richtigen Muskelzellen hingehen und eben dafür sorgen, dass die Muskeln das machen. Das muss man am Anfang ja auch erst lernen, wenn man schon mal ein kleines Kind beobachtet hat. Das ist sich noch nicht bewusst über die Verdrahtung. Ja, das muss erst das Hirn lernen, diese ganzen Bewegungen zu koordinieren, zu machen. Das lernen wir in den ersten Lebensmonaten, in den ersten Lebensjahren. Und dann können wir das eigentlich ganz gut. Ja? Dann kontrollieren wir unseren Körper mit Hilfe und spüren auch mit Hilfe von Elektrizität. So, wenn wir jetzt auf eine Stromquelle draufgreifen oder eine Spannungsquelle draufgreifen, dann ist es nicht nur die Elektrizität, die unser Körper erzeugt mit seinen Nerven, sondern auch eine überlagerte Elektrizität. Ja? Wenn das ganz gering ist, dann spüren wir es nicht einmal. Ja, dann ist das die Anregung unserer Nervenbahnen so gering, spüren wir gar nicht. Ja? Das ist die sogenannte Wahrnehmbarkeitsschwelle. Ich hab da ein Diagramm vorbereitet. Gell? Also ich zeichne das jetzt ungefähr ein. Es gibt für verschiedene Stromarten gibt es verschiedene Diagramme. Was ich da einzeichne, ist an und für sich das AC-Diagramm. Qualitativ jetzt nicht, ja, die hat das dreizeichend. Also, da unten ist die Stromstärke, Achtung, logarithmisch skaliert, hier sind 0,1 mA und hier sind 1000 mA, also hier ist 1 Ampere, also 0,1 Ampere, 10 mA, 1 mA und so weiter, und das ist die Einwirkdauer, wie lang strömt es durch unseren Körper durch. Und die geringste Grenze ist eben die Wahrnehmbarkeitsschwelle, die liegt bei ungefähr 0,5 mA. So, wenn wir das da einzeichnen, so, boop. Das ist die Wahrnehmbarkeitsgrenze. Bis dorthin, bis 0,5, spüre nicht einmal das, was drüber ist. Ja? Wahrnehmbarkeitsgrenze. So. Das ist also, dann fängst du zum Kribbeln an. Ja? Ich meine, ich glaube, es hat noch nie jemand an eine neue Batterie genuckelt, ja? An so einen neuen Voltblock. Das tut weh. Ja? Das spüren wir. Das ist so eindeutig über der Wahrnehmbarkeitsgrenze. Ja? Ah, nicht machen. Ja? Aber ich nehme an, jeder hat Erfahrung damit. Gut, ja. Ich spüre das, ja. Das sind meine Sinneseindrücke, ich spüre das. Dann ist irgendwann so stark diese Überlagerung meiner körpereigenen Signale, dass ich mich nicht mehr gescheit bewegen kann. Ja, dass meine Signale von meinem Hirn nicht mehr die Muskeln erreichen, weil die Muskeln sich nicht auskennen, sondern auf die überlagerten Signale hören. Ja, das ist jetzt das erste Mal abhängig von der Einwirkdauer. Das ist die sogenannte Loslassschwelle. Okay? Also die Loslassschwelle, die ist halt, wenn es länger einwirkt, bei ungefähr 10 mA. Ja, also wenn 10 mA über uns drüber rennen, ist das schon gewaltig. Ja? Aber da bei 2 Sekunden in etwa wird es dann länger. Ja? Und dann können wir da doch bei kurzer Einwirkdauer können wir schon durchaus bei 600 mA auch noch loslassen. Ja? Also so ähnlich schaut das aus. Das ist die sogenannte Loslassschwelle. Ja? Also bis dorthin, dazwischen tut es weh,
Ja? Und da habe ich nicht einmal mehr Kontrolle über meinen Körper. Loslassschwelle. Das ist ganz ungut. Ja? Jetzt zum Beispiel beim Gleichstrom ist es ganz arg, da greift man irgendwo eine und dann verkrampft sich der Körper. Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich kann nicht atmen, ich kann nicht schreien, ich kann nicht davor. Es ist ein Wahnsinn. Ne? Ich bin einfach steif und es geht nichts. Ich kann nicht um Hilfe schreien, gar nichts. Das ist ja gewaltig. Ja? Also das muss man. Skagole. Ja? Gut, aber es geht noch ärger, ja? Wie sich nicht bewegen können. Wann nämlich dass der Strom so stark ist, dass er unser Herz außer Tritt bringt, ja? Dass er praktisch sogar die Herzmuskeln lehnt praktisch, ja, dann haben wir es geschafft. Ja? Dann ist relativ schnell beendet die Sache, dann sterben wir. Das ist bei ungefähr 50 mA und ganz kurzfristig, also wirklich, können wir 1 Ampere aushalten. 1 Ampere brauchst du aber schon Klick, gell? Die geht so rüber, die Grenze wieder, ja? Da 1 Ampere. Ob 1 Ampere bist, ist eigentlich wurscht, ja? 1 Ampere, wenn mehr wie 1 Ampere drüber rennt, das ist praktisch das Todesurteil, ja? Also da haben wir bei 50 mA hier. Das Zeichen ideal, das haben wir da bei 0,5 mA. Und da sind wir bei 10 mA. Ich schreibe es halt hin, obwohl wir hier genau auf der Ding sind. So ähnlich schaut das aus. Ja? Und das hier ist die Schwelle des Herzflimmerns. Ich mache, da gibt es einen Exodus. Okay? Jetzt ist es natürlich nicht bei jedem gleich. Ja, manche halten ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber ungefähr da ist es. Ja. Das heißt jetzt nicht, bei 50 mA wird es wirklich gefährlich, sondern vielleicht stirbt der eine oder andere schon bei 40 mA. Oder die eine oder andere. Ja, den Strom ist es nämlich egal, ob das er oder sie ist. Was treibt jetzt diesen Strom durch unseren Körper? Also der Strom, es ist wieder der Strom. Es ist wieder der Strom, der gefährlich ist. Warum haben wir dann Angst vor Spannungen? Nun, es bedarf einer gewissen Spannung, um diesen Strom durch unseren Körper durchzubringen. Wir haben unser Körper oder einen Widerstand, der ist sehr variabel. Okay? Mit trockenen Händen, wenn wir nicht schwitzen und so weiter, kann das 10.000 Ohm betragen. Ja, 10 Kilo Ohm. Wenn wir dann anfangen zum Schwitzen oder irgendwo ein kleines Schnittel haben und der Strom ist schon mal drinnen, aus, durch die Schutzschicht der Haut praktisch gedrungen, ja, oder der Kontaktwiderstand ist sehr gering durch Schweiß. Also so, das sind Salze im Schweiß, das leitet ganz gut. Das ist ein gescheiter, ist ein guter Leiter und auch unser Körperwasser ist eigentlich nicht schlecht. Ja, dann sind es halt nur mehr 1000, ja. Also das ist, kann recht gering werden, recht variabel. Also auf den Körperwiderstand würde ich mich nicht unbedingt verlassen. Wenn man nervös ist und anfängt zum Schwitzen und so weiter oder wenn man körperliche Arbeit verrichtet, dann ist der Übergangswiderstand deutlich herabgesetzt. Ja? Also Schuhwerk, ja, isolierendes Schuhwerk kann schützen. Ja? Zumindest, dass es nicht gegen Erde rennt. Aber wenn man dann zwei Teile berührt, das ist ebenfalls problematisch, und ganz problematisch ist natürlich, dass wir keine Sinnesorgane für Spannung oder Strom haben. Ein unter Spannung stehendes Teil, Leiterstück, schaut genauso aus für uns wie ein nicht unter Spannung stehender Teil. Wir können das nicht unterscheiden mit unseren Sinnesorganen. Das heißt, wenn da Spannung drauf ist und wir greifen hin, kann es sein, dass wir sterben. Das macht den Strom dann wirklich schon ziemlich gefährlich, dass wir das nicht erkennen können einfach. Ja? Hitze spüren wir, ja? Spitze Sachen sehen wir, aber Strom schaut komplett ungefährlich aus, bis man draufgreift.
deswegen sollten wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Okay? Also es gibt 5 Sicherheitsregeln, die beim Arbeiten mit Strom unbedingt einzuhalten sind. Schreiben wir die auf. 5 Sicherheitsregeln. Fünf Sachen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt führen dazu, dass wir länger leben. Ja? Das erste, was wir machen, wenn wir irgendwo hingreifen, wo potenziell Strom drauf ist oder wo Strom drauf ist, ausschalten. Ja? Freischalten heißt das. Erstens, freischalten. Abschalten. Wegschalten, den Strom wegschalten. Und zwar allseitig. Nicht, dass ihr auf einer Seite einen O-Dran, auf der anderen Seite ist ein Auftrag. Ja? Und allpolig. Das heißt, auch die Neutralleiter. Ja? Ich schalte alle Pole einfach ab. Allseitig und allpolig abschalten. Abschalten. Allseitig und allpolig abschalten. Verlängertes Leben. Und jetzt gehe ich nicht einfach davor vor dem Schalter, wo ich angeschalten habe. Ist üblicherweise in einem Sicherungskasten. Ja, da drücke ich den Sicherungsautomaten, den Leitungsschutzschalter nach unten. Und dann ist, wenn es ein zweipoliger ist, üblicherweise, oder wenn er allpolig abgeschaltet ist, dann ist er allpolig abgeschaltet. Passt. Ja, jetzt gehe ich irgendwo hin und schraube dort einmal drum. Dann kommt einer. Lampe geht nicht, was ist da los? Ach, Sicherung vor dem Bug aufgeschalten und ist schon einer, liegt schon einer da. Ja? Nein. Ja? Zweitens, gegen Wiedereinschalten sichern. Also ich muss dafür sorgen, dass das, während ich arbeite, nicht wieder eingeschaltet werden kann. Durch Versperren des Sicherungskasten, durch Versperren des Dings. Ein Tafelhinhänger, ja, zur Not. Ja, also wenn es wirklich nicht anders geht, dann hängen wir da Tafel an, nicht einschalten, es wird gearbeitet. Gegen Wiedereinschalten sichern. Ja. So, jetzt sagen wir mal, relativ safe. Wir glauben, wir haben das freigeschaltet. Wir haben sogar gesichert, dass uns keiner mehr das einschaltet. Und jetzt greifen wir hin. Nein. Jetzt prüfen wir, ob das tatsächlich spannungsfrei ist. Okay? Das dritte ist, Spannungsfreiheit prüfen. Also nicht einfach darauf verlassen, dass dieser Schalter auch wirklich zu dieser Leitung gehört und diese Leitung auch an diesen Schalter ist, weil es halt, da steht drauf, weiß ich nicht, Kinderzimmer, ja, oder Wohnzimmer, und ich bin im Wohnzimmer und drehe das ab und glaube, es ist frei. Und dabei hat dann irgendwann, irgendwo, irgendeiner Leitung hinzu, und das gehört gar nicht zum Wohnzimmer, sondern weil das gehört zur Heizungsanlage und diese gibt's, ja, gibt's. Deswegen auf Spannungsfreiheit prüfen. Okay? Was müssen wir jetzt noch machen? Viertens, erden und kurz schließen. Jetzt haben wir festgestellt, keine Spannung drauf. Und jetzt hängen wir praktisch die Leitungen alle zusammen und hängen es gegen Erde. Ja. Sollte dann tatsächlich irgendetwas passieren, dass einer sagt, jetzt was ist denn da los, das darf er, gebitte, der ist ja ein Urlaub, weiß ich. Ja. Weg damit, ja. Eingeschaltet. Was ist dann? Ja? Wenn wir die vierte Regel auch noch eingehalten haben, nämlich erden und kurz schließen, passiert nicht so arg viel, denn durch das Erden und Kurzschließen, wenn ich die Leitung zusammenhänge und gegen Erde verbinde, selbst wenn ich draufgreife,
gibt es eine niederohmige Verbindung gegen Erde, ja, weil ich habe die Leitungen auf Erdpotenzial gehängt und der wird den Sicherungsautomaten oder die Sicherung wird gleich wieder wegfallen. Ja. Warum? Werden wir nur sehen, wie das funktioniert. Aber Erden und Kurzschließen ist keine schlechte Idee. Wir haben jetzt ausgeschaltet, wir haben gegen Wiedereinschalten gesichert, wir haben die Spannungsfreiheit geprüft und jetzt hängen wir diese Leitungen Bug auf die Erde. Wenn wir draufgreifen und irgendwer schaltet ein, irgendjemand schaltet ein, dass es eben einen Draht gibt zur Erde und der hat wesentlich weniger Widerstand wie ich. Erden und Kurzschließen. Jetzt sind wir schon relativ sicher. Die einzige Gefahr, die uns jetzt noch droht an und für sich ist, dass wir irgendwo Nachbarelemente haben, wenn wir jetzt zu orten irgendwo und dann kommen wir auf einen anderen Draht an, den ich nicht odert habe. Ja? Das ist eine Gefahr. Okay? Deswegen benachbarte spannungsführende Teile abdecken, abschranken heißt das. Ja? Abschranken. Benachbarte spannungsführende Teile abdecken. Schreibt mal klar, ist mir wurscht. Gut, das sind die 5 Sicherheitsregeln. Einhalten beim Arbeiten mit elektrischem Strom steht üblicherweise auch in allen möglichen Verteilerschränken und so weiter. Das ist immer so pick on pick mit den 5 Sicherheitsregeln. Ja. Also der Strom bringt uns um. Und wir haben gesagt, ja, die Spannung treibt unseren Körper und der Körperwiderstand kann unterschiedlich sein. Und auf was was ist jetzt der Grenzwert? Ja. Nun, jede Personenschutzeinrichtung hat dafür zu sorgen, dass eine gewisse Berührspannung nicht überschritten wird. Okay? Selbst im Fehlerfall darf diese Berührspannung, also wenn ich draufgreife auf das elektrische Gerät, sondern Fehler, darf diese Berührspannung dort nicht überschritten werden. Weil sonst die Gefahr besteht, dass ein zu großer Strom durch einen Körper rennt. Diese Berührspannung, ja, zulässige Berührspannung, und ich mache es jetzt auf der sicheren Seite, ja. Das heißt, bei Gleichstrom DC sind es 120 Volt, bei AC sind es 50 Volt. Okay. In Österreich, ich schreibe es in Klammern dazu, 65 Volt. In Österreich haben wir eine Zeit lang 65 Volt. Ja. Österreicher halten das einfach aus. Okay. Nein. Wenn man es auf 50 Volt auslegt, ist es besser. In der Praxis ist es auf 50 Volt ausgelegt, weil ja die Geräte nicht spezifisch für Österreich erzeugt werden. Ja. Österreich ist einfach der viel zu kleiner Markt. In unserer Norm steht eigentlich drin, 65 Volt darf man nicht überschreiten. De facto ist es 50 Volt. Okay? Das ist normal. Und wenn man jetzt Tiere und Menschen unter besonderen Bedingungen, ja, also Kindergarten zum Beispiel, kleine Menschen, Kinder, dann haben wir da 60 Volt. Ja, und da drüben haben wir überhaupt nur mehr 25 Volt. Ja, besondere Bedingungen. Körperlich eingeschränkte Personen zum Beispiel ebenfalls, ja. Diese schon von sich aus nicht mehr optimal bewegen können, die werden wir jetzt nicht zusätzlich mit Strom auch noch zuschütten. Ne? Da, wo ein normaler, voll funktionsfähiger Körper noch reagieren kann,
sowas wären besondere Bedingungen. Wie gesagt, konzessionierte Elektriker ist sowieso notwendig in Österreich, aber man sollte halt wissen, dass das gibt. So, Personenschutz. Ja? Deswegen machen wir das, weil es gefährlich ist, das läuft mal ein, und diese Größen muss eine Personenschutzeinrichtung an und für sich darf nicht überschreiten, diese Berührspannungen. Das nächste Mal sprechen wir noch über, es gibt ein paar Definitionen, ja, was ist ein spannungsführender Teil, was ist eine indirekte Berührung, was ist eine Berührung, da gibt es ein paar Definitionen, das schauen wir uns an. Nächstes Mal also nochmal Vokabeltraining und dann geht's los mit den verschiedenen Schutzmaßnahmen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.